Flusspromenade und dem Wald im Süden von Westfield sind die beliebtesten, sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Touristen. Also, bitte erstellen zwei Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstelle zusätzlich eine Route, die diese Wege mit dem Lido verbindet. Nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Ja, und damit ein allerherzliches Willkommen zurück zum Bus-Simulator 21 mit der Mission Fußläufig. Jo, eigentlich ist es nicht schwer. Gut, Peacebrook Grange auf 5 ist wahrscheinlich so das Schlimmste. Aber das schaffen wir, mal schauen. Ich muss gerade gucken. Peace Cogel Grange, ja, ist das Schlimmste. Gut, also fangen wir erstmal an mit dem Einfachen. Wir sollen eine Haltestelle, eine Route erstellen. 45 Fahrgäste zwischen Peace Cogel Grange, Goldsum Grammar School, Steinecker Grange, Steineckkirche, Steineck Ost und Steineck West. Gut. Dann fahren wir erstmal damit an. Dann Gallstrom Gymnasium. Gallstrom Grammar School. Gutshof Reichegger. Steinegger Grange. Steinegger Kirche. Steineck, Kirche. Kirche. Steineck. Steineck. West. Gut. Dann haben wir Steineck West und Steineck Ost. Das sind die Dings, wo wir 45 Fahrgäste übernehmen müssen. Das ist dieses hier. Anwenden. Jo. Das sind erstmal die 45 Fahrgäste. Dann brauchen wir einen Zahltag zwischen Schubergrounds. Warte mal. Punic-Gasse. Zwischen Schubergrounds. Old Town, Meilheim und Westfield. Das heißt, Schubergrounds können wir schon zweimal nehmen. Alte Brauerei. Flusspromenade. Dann nehmen wir die Schienenlegerstraße, Old Town, Meierheim und Westfield. Also, es macht aber ja Sinn, hier oben zu starten. So. Die. So, dann nehmen wir die Old Town, Meierheim, Westfield. Meierheim und Westfield. So, die Wieskogel Grange kann man. So, dann haben wir das Schubergrounds unter Meierheim und Westfield. Schubergrounds, Steineck und Siegwalden. Das heißt, wir nehmen Steineck. Wir nehmen Steineck. Dann nehmen wir Steideck mit rein und dann geht es hoch nach Siegwalden. Warte mal, Siegwalden, das ist hier. So. Realschule Siegwalden. Gut, dann haben wir die Zahltage. Dann haben wir Schubergrounds. Schubergrounds, Old Town, Meerheim, Westfield, Steineck und Siegwalden.
So. Gut. Gehen wir kurz. Old Town West. Meerheim. Das ist das hier. Na? Wo wir schon mal sind. Hier, jetzt müssen wir Zahltag erreichen. Zahltag erreichen. Ja. So. Hier müssen wir zur Sache kommen. Das ist erstmal hier, kann man hier rausnehmen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Die haben wir abgearbeitet, die Mission. Genauso wie die Sightseeing-Tour. Hier müssen wir die 14, 15 Fahrgäste schaffen. Die kann man eh rausnehmen. So. 45 Fahrgäste, Zahltag erreichen. So, jetzt brauchen wir eine Route zwischen Schubergrounds, Steineck. Die Schurke, Schönneck und Sieg verhalten. So, also Schoberkraus. Warte mal. Schoberkraus. Steineck. Sieg verhalten, wenn wir. Steineck. 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 West. Steineck. West. Steineck. Ost. So. Siegwalden. Siegwalden. Lido. Siegwalden. Lido. Siegwalden. Realschule Siegwalden. Ich verarsche, jetzt kann ich Siegwalden nicht reinnehmen. Route 5, 4, 7, 12, irgendwas. Siegwalden, Lido. Warte mal. Die kannst du rausnehmen. Also, noch einmal Route erstellen. Siegwalden. Siegwalden, warte mal. Siegwalden, Schoberkrau, oder kann ich die hier mitnehmen? Genau, die Schienenlegerstraße und da geht's total weiter nach Steineck. Was da jetzt noch mit drin ist, ist ja eh wurscht. Oder? Ja. Warte mal, wir nehmen die raus. Gut, dann nehmen wir Steine gut rein. Gut, wir gehen offiziell 18 Minuten. Wie sollen sie 7,5 schaffen? Können sie aber wahrscheinlich schneller schaffen. So, dann nehmen wir sie, übernehmen wir sie. Und auf dieser Route. Siegwalden. Schubergrounds. Steineck. Gut. Ja, der ist auf der Route 11, war das, ne? Ist das die? Kreuzgasse. Ah, Spiel. Hafenpier. So. Zähl. Dass der auch für mal alles ausblendet hier. Und wieder komplett durcheinander geht.
Verbunden 5, 12, 10, 7. Boah, Spiel. Jetzt öffne ich das Spiel wieder. Das sind ja 18 Minuten. Das müsste also eine von diesen beiden. Also die hier sein, eigentlich. Ja, ist es auch. Die hier. Die vier Haltestellen hier. Nee, warte mal. Ach, Mann! Einer Dauer 18 Minuten. Die ist es. So. Die wird sein. Innerhalb von 7,5 Minuten. Innerhalb. Das wird nämlich wieder so ein sportliches Ding. 5 Minuten. Änderung übernehmen. So, ich habe mir die jetzt ein bisschen auseinander gefriemelt. Das heißt, die brauchen wir auf die brauchen wir einen Zahltag. Das ist kein Problem. Die fahren wir auch als erstes. Aber irgendwas Freies gerade. Ja. So, die fahren wir da. Die holen wir uns einen Zahltag. Friemeln wir das ganze Ding, wie gesagt, ein bisschen auseinander. Ist eigentlich nicht das Riesenproblem. So. Aufgabe schon erledigt. So. Ging jetzt relativ zügig. Den Zahltag, die 45 Fahrgäste nehmen wir ebenfalls mit. So, Zitaro. Ne, Gweko. Urban Way. Bam. Wir haben jetzt hier die 45 Fahrgäste. Und dann ist das Ding eigentlich kein Problem. So, euer Busfahrer des Vertrauens ist wieder am Start hier beim Bussimulator 21. Ist jetzt auch. Fahren wir aber erstmal zur Peace Kugel Grinch. Ah, warte, wir kürzen das ganze Ding ein bisschen ab. Ich spring kurz. So, springen wir kurz mit dem Bus rüber. So, die 45 Fahrgäste. Jetzt fahren. Wir sollen. Ich muss jetzt hier den Bus machen. So, jetzt gucken, dass ich hier nicht ohne. Könnt ihr mal bitte gerade ganz kurz warten, bis ich hier. So. So, da es ein bisschen regnet. Gut, es will keiner mit. Also fahrbar. Weiter. So, fahren wir zum Görmers kurz. Ich gucke gerade, wie die. Das war ja als Beginn, das hatte ich jetzt ein bisschen blöde, weil eigentlich müssten wir eigentlich damit die zwei. Aber wir haben jetzt erstmal, unser Ziel ist es erstmal. Die Fahrgäste zu sammeln, die 45. Das ist jetzt das große Ziel. Die Zahltag haben wir erreicht. Das haben wir relativ zügig, das haben wir relativ easy erledigt. Ich brauche es ja nicht fahren.
Und deswegen fahren wir jetzt die 45 Fahrgäste von A nach B. Steht schon einige wieder. Das ist immer gut, wenn da viele Leute stehen. Sie versperren die Tür. Ach, ja. Warum muss jetzt unbedingt einer da in der Tür stehen? So, du willst sicherlich eine Fahrkarte. Moment. Ach, hör doch mal auf damit, Katze. Ich muss in den Schrank rein. Entschuldigung, dass ich gerade das ein bisschen durchnacken, dass ich das gerade machen muss. So. Also, nochmal, wie gesagt, jetzt machen wir 45 Fahrgäste. Die müssen wir auf diese Route transportieren. Und dann brauchen wir noch die eine Route mit den 7,5 Minuten, plus die Stufe 5. So, was haben wir jetzt für Steinegger? Steinegger Grange. Fahr doch einfach weiter. Das ist genau das, was ich meine. Man muss sich unbedingt noch vordrängen, dann fängt man an, Gott und die Welt reinzulassen. Ich glaube, die 45 Fahrgäste, das kriegen wir ohne Probleme hin. Ich hole jeden Tag nach dem Unterricht Pizzen von Doris. So. Nee, brauche ich nicht. Ich muss da runter erstmal. Da stehen wieder viele. Wiedersehen. Tschüssi. So. 2:20. So, 83. Steht aber nicht wie viel, ne? Die Zweifel müssen wir so noch. Also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen Friemelang, aber leider mit dem Stufe 5 Ding auf der einen Haltestelle. Steinerkirche. Wenn wir sie nicht hinbekommen, müssen wir sie eh noch mal fahren. Also ich würde jetzt erstmal sagen, wir fahren jetzt erstmal alles bis auf die 5. Bis auf die 5 Sterne, beziehungsweise die Stufe 5. Dann wird es wahrscheinlich, je nachdem, wie lange die Folge ist, einen kleinen Break geben. Wie ihr das schon kennt. Und sollten wir dann noch genug Zeit haben, hänge ich sie wieder dran und dann machen wir wieder eine Folge pro Mission. Also mal gucken. Viel werde ich eh nicht heute machen. Der Vorteil ist, ich habe am Wochenende frei. Das heißt, ich kann am Wochenende wieder ein bisschen anfangen aufzunehmen. Wieder Zahltag? Nee, klappt. Kann nicht. Ach, der Rollstuhlfahrer ist dabei. Ja, natürlich kann die Rampe nicht blockiert, nicht ausgefahren werden. Sie fahren? Warum? Jetzt sagt man bitte nicht, dass ich. Aber bitte nicht, dass ich jetzt wieder scheiße. Dass ich wieder, weil die Haltestelle zu hoch ist, dass ich die Rampe nicht ausfahren kann. Natürlich, ernsthaft? Ich kann die scheiß Rampe nicht ausfahren! Die machen es anders.
Ja, ist mir gerade egal. Sorry. Sei es drum. Nehmen wir einfach Steineck mit. Ein Fahrgast besonders Steineck? Ja, dann ist es halt jetzt so. Ja, für keiner mehr. Jetzt ist doch nicht. Vater, das ist schon mal die einen, die Zahltag geholt haben. Mit dem Zahltag quasi kann man ja mal verbinden. Da kannst du ja mal eine Route draus machen und sagst, einmal machst du fertig. Und dann geht das relativ zügig. So, nächste Anstelle ist Steineck fest. So viele sitzen nicht, aber es sind einige. Mal gucken, ob es reicht. Zack, zack. Haben wir. Wohin bitte? Nö, tschüss. Lass mich in Ruhe. So, aber wir müssen sie mitnehmen. Wir müssen ja Peace Kugel Grange anfahren. Oh ja, ich musste mal. So, auf jeden Fall haben wir schon die. Was haben die für 40 Fahrgäste gerade? Was hat er jetzt gerade gegeben? Warte mal. Ich brauche eine Fahrkarte. Doch, das waren die 45 Fahrgäste. Alles klar. So, Tageskarte. Ich fahre die Route trotzdem zu Ende. Da wäre ja Pisco Grange definitiv noch anfahren müssen. Die müssen wir aufwerten. Die sollte dann noch auf 3 stehen. Geht er jetzt durch oder nicht? Der Fahrgast bist du eine Fahrkarte. Also, geht mal bitte durch oder lass es einfach sein. Ich muss einen Termin für meine Massage machen. Hallo. Einmal wieder durchgehen. Dankeschön. So. Ja, das war jetzt nicht das große Problem. Nächste Scheibe schneiden wir euch Ost. Und da fahren wir zurück zu Pisco Grange, weil da müssen wir nämlich aufwerten. Dadurch stelle ich mir eine Haltestelle, einen Routenplan, wo ich dann wieder relativ kurze Routen fahren muss, damit ich immer wieder anfahren muss. Und dann fahren wir die hoch oder hoch wir die nach und nach auf 5. So, erstmal Aufgabe geschafft. So, 83%. Und das, obwohl ich den Rollstuhlfahrer vergessen habe. Naja, nicht wild. Ist halt passiert. So, fahr zurück zur Pilzkugel Grinch. So, das sind 6 Minuten, bis wir da sind. Der hat jetzt gesagt, wir fahren das. Fahren wir mal andersrum. Jo, fahren wir andersrum. Guck mal, dass wir hier einen Drehpunkt kriegen. Hier ist doch Platz. Hier ist so eine Wiese. Und liebe Leute, das haben sie mir tatsächlich in der Fahrschule beigebracht. Das darf man niemals machen. Also unabhängig davon, man muss zu wählen. Nein, über eine Wiese zu fahren. Vor allem, es regnet. Der Bus wiegt
zwischen 12 und 16 Tonnen. Und je nach Untergrund ist es fast nicht möglich, diesen, dass die Wiese den Bus hält. Und wenn ihr Pech habt, sinkt ihr ein, fahrt euch fest und dann habt ihr ein Problem. So, nächste Haltestelle, wie gesagt, ist Google Grinch. Ich habe nur vorzeitig geblinkt, aber gut. Egal. Es geht nicht um irgendwelche Fortschritte. Achso, jetzt machen wir das doch. Warte mal. Nee, ich hätte was anderes vor. Die innerhalb von 7 Minuten. Die wollte ich fahren. Jetzt müssen wir in Siegwald, Lido. Schienenlegerstraße. Siegwald. Schnellreise. Das war jetzt erst der Plan. So, innerhalb von 7 Minuten. 7,5. Die fährst du jetzt mit dem Dings, okay? Ich würde eigentlich. Kann ich die mit dem Dings fahren? Mit dem Urban Wayfahren lieber? Ich kann hier eigentlich quasi wieder durchballern. So. 3 Minuten. Na gut, versuchen wir es hinzukriegen. Ich sehe, glaube ich, noch 4 Haltevier davon falsche Stellen. So, ich fahre jetzt wieder mit der Gesenkte, weil ich muss jetzt ein bisschen auf Zeit fahren. Ich quasi das ganze Ding auf. Ja, das muss so sein, dass das klappert. So. Also, wie gesagt, die Schienenlegerstraße ist als nächstes. Wie gesagt, wir brauchen ja die 7,5 Minuten. Und dann müssen wir nochmal eine kleine runterstellen, um das ganze Ding relativ zügig auf 5 zu kriegen. Dann haben wir es eigentlich auch schon fertig. Aber wie gesagt, das geht jetzt eigentlich relativ. Die sollte jetzt eigentlich das. Also, diese Aufwärterei, das ist das, was uns nervt. So, jetzt muss ich hier rechts. Ich kann mich jetzt nicht mit irgendwelchen roten Ampeln halten. So, nächste Haltestelle ist die Schienenlegergasse. Geschenkt. Der wird sich jetzt meckern, weil ich wahrscheinlich nicht angefahren bin. Soll ich jetzt anhalten oder noch? So, ich lasse mal kurz hier raus. Jetzt habe ich jetzt nicht die Haltestelle. Weil ich die Haltestelle nicht angefahren bin, oder? Also, ich wollte clever sein. Das wird mir Zeit kosten. Scheiße. Das wird mir jetzt Zeit kosten. Das wird jetzt ein bisschen blöde sein. Ich denke, jetzt ein bisschen doof, dass ich das jetzt. Ich wollte jetzt clever sein und sagen jetzt, ich fahre sie jetzt nicht an. Scheiße. Ist mir gerade egal. Ja.
Was ich nicht besitze. Mach den Scheiß mal aus, ich brauche jetzt ein bisschen her. Ich stehe natürlich immer zu weit weg, aber es ist mir gerade egal. So, ich brauche richtig mitnehmen, ist mir egal. So, liegst du euch schon nicht fest? Schade, dass ich nicht übers Feld kam, das wäre mir auch noch zu gut. Scheiße, das hat mir Zeit gekostet jetzt. Ich fahre jetzt hier durch. Entschuldigung, ich muss hier durch. Egal. Weiter, komm. Kann ich jetzt hier schon den Kreisverkehr einfach entgegenfahren und dann nicht einmal rum? Um hier noch ein bisschen Zeit zu fischen? Es sind ja nur die, es sind ja nur die Haltestellen, ne? Es sind ja eh nur die zwei Haltestellen noch. Ich schaffe das ja doch. Ah, diese Scheiße. Ich habe das Schild erwischt. Du hast meine Fresse, ey! Ernsthaft? Warte, wo ist das? Wo ist die Haltestelle? Jetzt will ich jetzt irgendwie Scheiße bauen. Steineck, West. Ist da unten? Der Typ, ey! Also. Ja, normalerweise ist im Kreisverkehr klar. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mit zusammen fahre. So, fahren wir wieder richtig. Ja, was ich gerade ansetzen wollte, genau. Normalerweise müsst ihr im Kreisverkehr eigentlich mal denjenigen, die im Kreisverkehr Vorrang lassen. Und der hat mich jetzt... Mein Gott, ey. Was ist denn heute los hier? Und ja, wie gesagt, ich bin ein WLAN-Busfahrer. Ich erlebe tatsächlich diese Situation, wie jetzt gerade auch wieder, oft zur Genüge. Ich habe schon Leute gehabt, die mir, obwohl ich im Kreisverkehr war, mit dem Bus, noch unbedingt die Vorfahrt nehmen mussten. Warum? Weil das ist jetzt hier in-game, das ist letztlich egal, da passiert nichts. Aber warum muss man mir im echten Leben als Autofahrer unbedingt die Vorfahrt nehmen? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich leider kein Verständnis für. Ich mach mal vorher zu. Scheiße, ich konnte schnell genug sein. Ich wollte es nicht dazu machen. Das ist so keiner lernen. Und dann fahren wir zu. So, nächstes Mal schon in Kirche. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen trotzdem. Ich will die Aufgabe noch schaffen und dann fangen wir mit dem Aufwerten an. So, jetzt die große Frage, haben wir es tatsächlich auf 7,5 Minuten geschafft oder doch nicht? Wird das summiert? Wahrscheinlich, ne? Oder ist das so, okay, das geht diese Zeit für diese Haltestelle? Warte mal, geht das für die Haltestelle? Wie gesagt,
natürlich nicht gerecht, oder? Doch. Gut. Ist zwar die falsche Haltestelle, ist aber egal. So, wir haben die Aufgabe jetzt geschafft. Wir springen, bauen jetzt eine andere Route auf. Und zwar müssen wir eine neue Route erstellen. Die haben wir jetzt geschafft. Und zwar müssen wir die Peacekugel Grange. Das ist diese Haltestelle hier. Nee, das war zu schwer. Das war zu weit. Ich muss eine Haltestelle haben. Fahren wir hier oben an, oder? Genau. Nehmen wir Peacekugel Grange. Gut, dann machen wir das Ganze so. Wir übernehmen, bauen jetzt uns die Route 11 hier. Das ist jetzt herzlich egal, weil es geht jetzt nur rein dadurch. Nach Gesamtschule Meerheim. Diese Haltestelle aufzuwerten. Die muss auf 5. Aber das müssen wir mal gucken. Ich mache mal kurz hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann fahren wir mal diese Route an, die wir jetzt gerade erstellt haben, um halt diese Haltestelle aufzubauen. Ich bin jetzt bewusst diesen Kreis gebaut. Bis dann. Ciao.